Machen wir das Fenster weg hier. Ihr könnt das eh nicht sehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cities Skylines, wo wir versuchen, den Verkehrsproblemen der Bubbeheide Herr zu werden. Was mittlerweile, wie gesagt, Westteil der Stadt top, Ostteil der Stadt nicht so toll und vielleicht brauchen wir noch einen Friedhof hier, weil sieht aus, als wären hier viele tote Leute, die nicht abgeholt werden. So ist die Frage, ob wir diese Straße brauchen. Ich meine, hier und diese Querstraßen brauchen wir schon irgendwie, aber brauchen wir hier diese Verbindungsstücke? Ist die Frage. Ich meine, das muss irgendwo reinmünden. Die münden jetzt nur hier rein. Oder nehmen wir das und bauen hier ein paar Verbindungen noch auf diese Straße. Ich meine, die sieht eigentlich momentan sehr befriedet aus. Das hier ist furchtbar. Guckt ihr das an. Das ist sehr furchtbar. Ich meine, macht es in dem Gebiet nicht schlimmer. Aber trotzdem. Also diese Straße brauchen wir nicht. Die wird auch nicht genutzt. Aber hier sind Häuser dran. So, dann machen wir mal hier. Ja, machen wir so kleine Allee noch. Das passt sehr gut hierzu. Machen wir mal gerade. Das soll gerade sein. Oh, ich habe eine bessere Idee. Ich habe eine so viel bessere Idee. Wir nehmen die ganz raus und nehmen stattdessen eine von den Fußgängerzonen hier. So. Dann können hier nämlich doch noch Gebäude hin. So. Wie ist das zum Beispiel? Okay, und da können tatsächlich noch Servicefahrzeuge durch. Also vielleicht machen wir das hier im Osterweg auch, dass wir den Osterweg zum Rhein. Nee, der ist zu lang. Haben wir hier ein paar kurze Straßen noch, mit denen wir das machen können? Was ist mit denen hier? Mit den Waterstraße und Rungholtweg. Mit denen könnten wir das machen. So, wie ist das? Der hier. Es ist so ein schickes Fachwerkhaus, aber das steht trotzdem direkt an so einer Hauptverbindungsstraße, die edle Boutique. Ja, machen wir daraus mal ein historisches Gebäude. Das wird mal behalten, alles andere. Aber wie man sieht, hier ist auch nicht mehr viel Verkehr. Hier ist jetzt noch Verkehr. Verkehr geht eigentlich nur bis hierhin und dann war es das, weil hier halt die Verbindung ist. Wenn ich die Verbindung zu dem Wohngebiet jetzt hier reinbaue und die wegnehme, dann sollte der Verkehr hier schlagartig weniger werden. Machen wir das mal. Machen wir da mal hier so eine kleine Allee rein. Eins von den Häusern muss dafür weichen. Das ist dann halt so. So, dann gucken wir mal. Also die fahren jetzt hier immer noch zu dem Müllgebiet. Aber das ist schon. Sieht das besser aus als vorher? Schwer zu sagen. Das hier ist immer noch alles ziemlich schlimm, weil hier drei Straßen sind, die hier abgehen.
was kann man daran machen? Also man könnte diese Wege hier links und rechts reingehen und dafür hier keine Verbindung ist. Das könnte man machen. Dann würde dieses Teilstück hier entlastet. Versuchen wir das mal. So, dann gucken wir mal, was ist das für eine Straße? Diese Straße, okay. So, machen wir die beiden hier rein. Und hier vorne machen wir wieder so einen Fußgängerweg hin. Wo man nicht durch darf. Und dann gucken wir mal, ob das dieses Teilstück entlastet. Noch nicht sichtbar. Noch nicht sichtbar. Oh, mein T-Shirt ist zu grün scheinbar. Kann ich das den Filter ändern hier? Hier ein. Ist das besser? Naja. So ist gut, ne? Ja, so ist gut. Okay. Cool. Ja. Jetzt haben wir hier, also das ist alles grün jetzt. Also hier passiert nichts mehr. Dafür ist diese jetzt ziemlich belastet. Was ist, wenn wir hier raus, aus diesem ganzen roten Teilstück, wenn wir hier raus einen Ring machen? Einen großen Ring. Möbelfabrik. Können wir die woanders hin tun hier in dem Gebiet? Können wir die hier rein tun zum Beispiel? So zum Beispiel geht das? Ja, ne? Ja. So, dann könnten wir hier einen Ring machen. Was ist das? Bruce Enterprises. Das sind alles keine Gebäude. Die Polizei müssen wir woanders hin tun. Aber ansonsten sind da keine Gebäude, die man nicht auch woanders hin tun kann. Tun wir die Polizei mal erstmal hier hin. Und dann suchen wir uns mal eine breite Einbahnstraße. Sechsspurig ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel. Vierspurige Einbahnstraßen gibt es nicht. Toll. Dann nehmen wir halt eine. Doch, vierspurige Einbahnstraßen nehmen wir die. Und das muss jetzt nach oben gehen, ne? Warte mal, da machen wir mal ein bisschen eine Kurve rein hier. So, und weiter geht's.
So, sehr gut. So. So, mal gucken, ob das was verbessert hat oder nicht. Wow, doch, 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 das hat was verbessert. Ich war mir nicht sicher, aber dieser Bereich sieht schon sehr entlastet aus. Das ist cool. Jetzt müssen natürlich Leute, die, ich sag mal, von hier nach da wollen, die müssen jetzt hier einmal ganz rumfahren. Aber wir können ja ein paar Anreize machen für Fahrradfahrer. Warte mal, Fahrradfahrer, Fahrradwege. Wir bauen ein paar Fahrradwege hier rüber, damit die Leute vom einen ins andere Wohngebiet kommen. Und dabei vielleicht noch schick im Wald spazieren gehen können. Beziehungsweise die Aussicht genießen. So, drüber weg oder drunter? Drüber weg sieht immer schicker aus, finde ich. So. Hier rein. Die andere Seite hier hin. Dann müssen wir irgendwo hier weißt du was, musst du leider weichen mit deinem Haus für den Fahrradweg. Und du auch. So, jetzt können die mit dem Fahrrad hier unten hin und brauchen nicht den Weg um den ganzen Klabauster machen. Und das Gleiche, wir könnten hier. Die Leute von Maßbüll sollen ja auch irgendwie hier hinkommen. Könnten wir hinten durch einen Park gehen vielleicht. Mal gucken, wo wir noch einen Fahrradweg angrenzen können. Wie wäre es hiermit? So. Naja, okay, das geht auch. Was ist hier los? Keine Rohstoffe oder was ist das? Nicht genügend Rohstoffe. Was brauchen die für Rohstoffe? Weiß ich gar nicht, was die für Rohstoffe brauchen. So, schauen wir mal. Ja, das ist jetzt alles wieder ein bisschen rötlicher geworden, aber ist nicht so rot, wie es mal war. Unser Verkehrsfluss ist bei 53%, das ist immer noch ziemlich ätzend. Und hier, das ist sehr entlastet, diese Region hier. Hier sieht es auch gut aus, also ist nur noch in der Innenstadt. Und hier in dem Ring, wo das alles ein bisschen ätzend aussieht. Vielleicht sollten wir hier den Ring schließen und das wieder zur normalen Straße machen, weil hier hinten passiert nicht viel. Vielleicht wäre das eine Idee. Können wir mal gucken, was passiert, wenn wir hier einfach nur. Ja, dann kommen die sofort hier an.
Ich meine, hier ist ein kleines Fischereigebiet. So, mal gucken, was die dazu sagen. Und fahren hier Fahrradfahrer? Ja, hier fahren Fahrradfahrer. Und mal gucken, was die hier für eine Strecke haben. Ein Wasserturm vorbei. Eigentlich gar keine schlechte Strecke zum Fahrradfahren, finde ich. Schön im Grün. Na nun? Was ist jetzt los? Hier über den Fluss rüber. Dann links müsste das Naturschutzgebiet sein. Und schon sind wir in der Stadt. Oh wow, die Luft ist hier nicht ganz so gut, scheinbar. Ha. Trampolinpark, sehr gut. Wir können einen Trampolinpark bauen. Eieiei, lauter Warnmeldung. Im Strauchstadtpark, siehst du. Trampolinpark. Damit ist der vollwertig aufgelevelt hier. Der Park. Höher geht's nicht mehr. Ich meine, wir könnten das beides verbinden, aber das ist ja ein Park, wo die Leute bezahlen müssen, um reinzukommen. Insofern weiß ich nicht, wie das dann läuft. Wir haben immer noch genug Krematorium. Warum? Und wir haben auch überall in jeder Region haben wir ein paar von diesen, also hier, da, hier überall. Da sind Friedhöfe, das sind sogar zwei Friedhöfe. Hier hinten fehlen Krematorium oder sowas. So, bauen wir hier mal eins hin. Zack. Sollte diese Gegend zumindest entleichen. Nicht genügend Fisch. Das heißt, wir müssten hier um den See vielleicht noch zwei, drei kleinere Gebiete bauen, wo wir... Ah, guck mal, hier ist jetzt trotzdem, obwohl hier das eigentlich schon durchgeht, ist hier trotzdem zu viel Verkehr. In die Richtung. Wie das halt so ist. Tja. Also ich sollte wirklich anfangen, von vornherein die Städte so zu bauen, dass, dass gar kein Verkehrsaufkommen passiert, weil das hier ist Stop and Go. Ich meine, was wir hier machen können, ist, wir können das zu einer Vorfahrtsstraße machen. Das könnte helfen. Das hier ist schon eine, sehr gut. Ist das eine? Die machen wir auch zu einer Vorfahrtsstraße. Gut. Und natürlich die hier. Und die hier unten. Wenn wir einen Namen finden. Kaitum Senwai. Okay, zack. So, und das sollte vielleicht den Verkehrsfluss ein bisschen erhöhen. Sind wir noch auf 55. Und das hier ist... sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Nein. Guckt euch das an. Der Stau geht bis hierhin. Können wir mal jemand, der in die Stadt kommt, zum Beispiel den hier hinten, können wir uns mal rauspicken. Den hier. Und können wir dessen Weg verfolgen.
mal gucken, wie sehr viel Stau wir zu erwarten haben. Da ist unser Autobahnkreisel. Hat sich einer hat überholt, so GTA Vice City Auto hat überholt. Ja, und schon stehen wir im Stau. Oh Mann. Meine Güte, was ein glitschiger Stau. Oh, die ganzen Postautos. Eieiei. Und Hermes. Aha. Naja, hat eine Weile gedauert, bis das Wohnmobil von Antje Otto in der Stadt angekommen ist. Und sie ist auch nicht wirklich weit in der Stadt. Bottom, fehlt hier Öl? Nicht genügend Käufer für Produkte. Nee, da fehlt kein Öl. Okay. Hier könnten wir vielleicht, wo wir schon zu wenige Industriegebiete haben, so ein Hightech Bürogebiet hinbauen. Warte mal, hier. Und die hier und dann machen wir da ein paar. Lehnen ab. So, damit hier nicht zu schnell gefahren wird. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Was ist das hier eigentlich? Hier unten. Chirper Ballonflüge. Ach so. Gut. Und dann machen wir gleich von vornherein klar, bevor hier irgendwas an Gebäuden gebaut wird, dass wir hier bitte nur die Hightech-IT-Jobs möchten. IT-Cluster in Pellworm.
Da. So. Und dann können wir hier nämlich Fußwege machen, die alles auf der Seite verbinden. So, da haben wir unseren IT-Cluster und das sollte dem Bedarf für Industrie ein bisschen runter treiben. Und es ist auch direkt da, wo wir die gebildeten Arbeitskräfte haben, also das sollte kein Problem sein. Sieht gut aus. So, jetzt fehlen uns Gewerbegebiete, die hier überall waren, die fehlen jetzt langsam. Ah, aber der Verkehrsfluss wird besser, auch wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht. Wir sind jetzt bei 62% schon. Das ist deutlich besser als die 55, die wir vorher hatten. Ah ja, und Industriegebiete haben wir jetzt genug. Wir brauchen ein Gewerbegebiet. Können wir das Gewerbegebiet nicht zum Beispiel hierhin machen? Dann müssen die auf die Autobahn und können hier zu einem Gewerbegebiet fahren. Ist das nicht eine Idee? Dann machen wir hier so einen großen, sowas wie den Förderpark oder so, machen wir hierhin. Dazu müssen wir das Gebiet kaufen. Ja, aber das eine wird erstmal reichen. Gut. Machen wir das doch. So. Ist die Frage, wie machen wir das? Machen wir hier einen Ring drumrum. Und die Leute können dann an dem Ring ab, wo sie wollen und wo sie was kaufen wollen. An dem Ring selber bauen wir keine Gebäude. So, wie ist das? Dann können wir hier jetzt ein paar schick aussehende Alleen auf Links-Rechts-Achse und auf Nord-Süd bauen. So. Und dort gucken wir erstmal, ob wir hier ein paar einmalige Gebäude haben, die wir hier hinbauen können, weil wir haben gerade Geld.
So, das sieht schon mal ja nicht schlecht aus. Und hier. Ich meine, das ist natürlich noch mehr Verkehr, der jetzt über die das Autobahnkreuz da läuft. So, das ist das Grundlayout von unserem Gewerbepark hier. Können hier Spezialisierung Tourismus, Freizeit, biologische Herstellung. Da können wir tatsächlich hier Schwerpunkte setzen. Sagen wir mal, das hier wird Freizeit. Das hier wird Tourismus. Und das hier wird biologisches Gedöns. So, Fahretoft wird biologisch. Gucken wir mal. Zack. Südtondern wird Tourismus und das hier wird Freizeit. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir hier tourismusspezifische Gebäude bauen können. In der Nähe. Hier zum Beispiel. Da. Ein Reitstall. Okay, warum nicht? Was ist das hier? Beachvolleyballplatz. Ja, und das braucht alles Wasser, also die lassen wir mal. Vielleicht können wir bei den Gebäuden hier noch irgendwas hier. Ein Kaufhaus, das kann hier rein in das normale. Regierungsstellen, Hypermarkt, der kommt hier auch rein irgendwo, wenn wir Platz haben für den. Haben wir gar keinen Platz für den Hypermarkt. Wo kommt der Hypermarkt hin? Shit, shit, shit. Da müssen wir vielleicht eine Straße entfernen. Hier oben die. Damit wir da den Hypermarkt hinbauen können. So. Dann machen wir stattdessen. So, das wird der Hypermarkt. Wir sollten vielleicht, bevor wir hier groß Gebäude bauen, für Wasser und Strom sorgen. So, das ist schon mal Wasser. Strom, da können wir hier. Was ist? Bauen wir mal hier so ein Kraftwerk hin, fertig. So, gucken wir noch mal. Wir brauchen in das Freizeitgebiet bauen wir, so wir denn können. Da bauen wir das Stadion.
Da bauen wir die ganzen Festivalgelände bauen wir dahin. Fahrradhoft Open Air. Das Rundfunkgebäude könnte hier hin. Musikclub, der kann hier auch gut hin. Den bauen wir neben das Stadion. Den Fanpark, den bauen wir aber in die Stadt. Der ist für Leute, die nicht Autobahn fahren möchten. So. Was haben wir hier sonst noch? Vogel- und Bienenpark. Schickes Einkaufszentrum, das könnt ihr hier unten auch hin. Zack. Und dann können wir mal versuchen, ob wir das nicht hier. Warte mal, wir können ja nicht. Wir wollen die an den großen Straßen, wollen wir nicht. Aber das hier, das wollen wir, die wollen wir. So. Ach so, da können wir ruhig auch. Sehr gut. Dann sollten wir vielleicht Buslinien einrichten oder hier U-Bahn bauen, um vielleicht gegen den Verkehr noch was zu machen. So, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Und hier machen wir das Gleiche, mehr oder weniger. So. Cool, cool. Das brauchen wir nicht. Ah, das brauchen wir so auch nicht. Die brauchen wir schon gar nicht. So. So, wie sieht das aus? Schauen wir mal. Ihr solltet alle jetzt Wasser haben, ne? Ja. Mal gucken, ob wir nicht auch für Strom sorgen können hier. Wenn man hier an der Straße ist ja nix. Dafür haben wir ja gesorgt. Also können wir hier ein paar Solarpaneele hinbauen. Das sieht schon mal sehr gut aus. Hier in der Mitte. Hier vielleicht auch eins. Machen wir mal hier so. Sind die verbunden. Und hier unten drin. Die verbunden. So. Jetzt haben wir hier auch überall Strom, dank der Solarpaneele, die wir strategisch platziert haben. Und schon haben wir wieder genug Commercials, aber jetzt wieder zu wenig Büro. Haben die hier, die haben hier tatsächlich jetzt alles voll gebaut. Mit der IT. So, was genau brauchen wir denn? Kann man das irgendwie aufschlüsseln hier, wie viel wir genau brauchen von was?
Naja, ich glaube, das gucken wir uns beim nächsten Mal genauer an, was jetzt hier noch hakt, weil sind schon 40 Minuten rum. Das heißt, das ist wieder eine neue Folge. Dann schauen wir mal, wie sich dieses Gebiet hier entwickelt. Also Verkehr sieht noch ganz okay aus hier. Die kommen alle von weit her, um hier in dieses Gebiet zu gehen, scheinbar. Der Ring hier ist nicht so belastet, also zumindest nicht rundum. Aber wie sind wir gesunken beim Verkehrsfluss auf 6, auf 54? Schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal aussieht. Und bla, Call to Action, like das Video, subscribed. Schreibt Kommentare, wenn ihr möchtet. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.